Lederreiniger stark oder reicht der Lederreiniger mild? Das wollen wir uns in diesem Video mal angucken und drüber sprechen. Wir erhalten häufig die Frage, wie soll ich denn mein Leder reinigen? Soll ich einen milden Lederreiniger nehmen oder doch einen starken? Wann brauche ich was? Deswegen machen wir jetzt mal dieses Video hier, zeigen euch auch noch ein Beispiel, wie der Lederreiniger mild reinigt, wie der Lederreiniger stark reinigt. Und ich würde sagen, nach dem Reinigungsergebnis sehen wir uns nochmal wieder, denn dann können wir darüber sprechen, wann der Sinn macht und wann der Sinn macht. Die Unterschiede habt ihr, denke ich, gut erkennen können. Wichtig ist immer, sich anzugucken, was habe ich hier für einen Fall und welches Ziel will ich erreichen. Haben wir eine generelle Aufbereitung, wo wir einen Grundzustand wiederherstellen sollen bei einem ungepflegten oder schmutzigen Leder, dann würde mein Griff immer wieder zum Lederreiniger stark fallen, weil das ist wie beim Lack eine Aufbereitung. Habe ich mein eigenes Auto, um das jetzt mal auf den Lack wieder zu projizieren, poliere ich mein Auto auch nicht jedes Mal alle 2 Jahre, sondern das gebe ich zum Aufbereiter, dann wird es einmal intensiv poliert und wenn ich es selber mache, muss ich es nur nachpflegen und nachversiegeln. Im Falle der Lederreinigung reicht für die Eigenpflege alle 5.000, 6.000 Kilometer der Lederreiniger mild und danach der Protektor oder die Versiegelung. Wie gesagt, hier kommt es immer darauf an, was ihr erreichen wollt. Für den Profi in der Aufbereitung oder generell bei einer intensiven Lederreinigung gerne den Lederreiniger stark, dann aber auf jeden Fall nachversiegeln und gegebenenfalls auch mit Essigessenz, mit Wasser vermischt, die Oberfläche wieder neutralisieren bzw. in den sauren Bereich bringen. Denn Leder hat naturgemäß einen pH-Wert von um die 5,5 oder so in dem Bereich. Und der Reiniger ist hier alkalisch, um halt wirklich Schmutz zu lösen. Das heißt, das wollen wir neutralisieren. Der Lederreiniger mild ist so eingestellt, dass er eben diesen pH-Wert von Leder hat und auch nicht verändert. Aber dennoch ist da eine Pflege nötig. Und auch hier gilt, lieber regelmäßig pflegen mit Lederreiniger mild und einem Schwämmchen zum Beispiel, dazu komme ich gleich nochmal, als einmal im Jahr, alle 2 Jahre die Harrock-Aktion mit Lederreiniger stark, Bürste oder am Ende sogar noch Melaninschwamm, weil das beansprucht das Leder. Die zweite Variable, die wir beeinflussen können neben dem Reiniger, ist natürlich auch unser Reinigungsmedium. Da gibt es für Leder verschiedenste Varianten. Die Melaninschwamm habe ich jetzt mal hier ausgeklammert, weil er eigentlich nur bei einer Lederaufbereitung im Sinne einer Nachfärbung zum Einsatz kommen sollte. Also angefangen mit dem mildesten, dem Schwämmchen. Da haben wir übrigens auch mal ein Vergleichsvideo gemacht, wie reinigt denn Schwämmchen und Bürste mit dem gleichen Reiniger. Heute haben wir es genau andersrum gemacht, wie reinigen 2 verschiedene Reiniger mit dem gleichen Medium. Da muss man wieder das Gleiche sehen wie beim Reiniger, aber da guckt euch nochmal das Video an zu dem Vergleich. Um da jetzt nochmal einen Schluss zu ziehen, Lederreiniger mild, wunderbar mit dem Schwämmchen, das reicht wirklich vollkommen aus. Lederreiniger stark, gerne mit der Bürste oder dem Interior Scrub Pad, was in der Handhabung deutlich einfacher ist und funktioniert und am Ende das Pflegen nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Lederreinigung geben und dir helfen zu entscheiden, welche Reiniger du verwenden solltest. Danke dir fürs Zuschauen, abonniere gerne den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns alle beim nächsten Mal. Haut rein.